Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Last Epoch Let's Play. Jo, mit dem neuen Charakter vom letzten Part. Jo, damit wir ein bisschen schneller ins Endgame kommen und nicht mega lange nur für diesen Helm grinden muss, oder? Müssen. Und der Bild, der ist relativ neu bei Last Epoch Tools zu finden. Ich gebe unten mal einen Link in die Videobeschreibung, da können wir sehen, wie dieser Bild, wie er wird und so weiter. Der ist ein bisschen einfacher als der andere Bild. Ja, es ist schon möglich, aber ich will euch ja nicht langweilen, bis ich dann den Helm habe und es dann besser läuft, oder? Ist leider, jo, nicht so mein Fall. Also es macht mir selber jetzt auch nicht so viel Spaß, diesen Hook großzuziehen. Den anderen Bild mit den Animate Weapons. Ja, ist ein bisschen schade, dass er doch nicht so gut lief wie damals im Singleplayer, aber da haben wir ja den Spielstand nicht mehr. Also ich habe ihn schon noch, aber kann es ja nicht spielen. Ich will ja lieber Multiplayer spielen. Und ja, jetzt ist es halt so. Oder sonst könnte ich schon Singleplayer machen, aber es würde euch vielleicht nicht so viel interessieren. Genau. Weil wenn ihr mal mitspielen wollt, dann kann ich eigentlich mit euch spielen. So. Genau, zwei Punkte noch hier rein. Ein Punkt dort, wo ich geschaut habe, aber nehme ich jetzt noch nicht. Und jo, so langsam machen wir auch mehr Schaden. Jetzt können wir zum Beispiel auch hier einen Punkt investieren, aber haben dadurch weniger Mana. Mal gucken, wie es gut geht. Weil Resistenzen brauche ich ja auch noch auf den Items und finde ich es nicht. Also, ich habe auch die Items nicht. Und habt ihr auch ein bisschen so das Gefühl, dass die Items echt schlecht droppen? Seit wann sind die anders? Ist ein größerer Patch rausgekommen und die wurden anders gemacht? Haben sie es vergessen reinzutun? Habt ihr das gesehen? Die sehen ganz anders aus. Lol, cool. Ja, das ist ja nicht schlecht. Geil. Sind jetzt alle von den Typen anders? Wahrscheinlich schon. Nicht schlecht. Also mehr Pfeile brauche ich ja jetzt momentan eigentlich nicht mehr, aber möchte schon gerne ein bisschen mehr schieben können. Naja. Ist halt sehr Mana-intensiv, das Spiel. Ist ein bisschen zu fest Mana-intensiv. Es will halt Diablo 2 nach Opfern noch nicht Path of Exile oder so. Okay, dort ist es auch ein bisschen Mana-intensiv. Aber ich habe gerne lieber so ein bisschen weniger Mana-Probleme. Ja. Dafür kommen wir schnell vorwärts. Wir müssen einfach ein bisschen abwechseln. Mehr mit Punktur zwischendurch. Ja. Dafür weniger mit Flurry. Aber der Bild gefällt mir sehr. Also ich habe ja noch einen anderen ähnlichen Bild gespielt, auch mit Multishot, der einen bestimmten Bogen braucht, den ich nicht gedroppt bekomme. Ja, weil ich auch am falschen Ort bin, also noch nicht am richtigen Ort bin, wo er droppt. Aber dennoch, ich kann den anderen Bild auch noch nehmen, wenn ich ja sehe, okay, der Bild ist natürlich auch spaßig. Noch mit auch mit dem Bild, oder der einfach besser läuft zum Leveln. Ja, dann kann ich den anderen Bild sicher auch nehmen. Er muss nur rentieren, also er muss nur irgendwie jo, etwas motivierend sein dann noch. Aber ich denke schon. So. Das ist sehr schnell. Ich komme gar nicht mal so zum Nachdenken. Macht einfach sehr viel Spaß. Ich schaue halt gerne auch manchmal auf das, was Spaß macht, das ist klar. Macht ja jeder. Sonst würde er ja nicht spielen, sonst würde er ja denken, nö, mir ist langweilig. Sehr gut. Er hat sich auch ein bisschen verändert, aber wann kam dieser Patch? Also ich habe nur gesehen, dass es manche Hotfixes gab noch in letzter Zeit. Da wurde ein bisschen mehr gemacht zwischen, also mit Hotfix wurde mehr gemacht. Ist nice. Und ja, eben wegen der Zeit. Also ich tue ja bei Minecraft
gut schauen und bei Gate ja 5M. Sehr viel, da habe ich nicht so viel Zeit, natürlich so viele Sachen wie Hotfixes oder so durchzuschauen. Ist mir immer wieder schön, wenn ich etwas Neues sehe, was ich gar nicht mal so gelesen habe. Machen sie schon gut. So, übrigens ist es jetzt das erste Mal, was ich wieder im Fenstermodus aufnehme, weil es ist jetzt ein paar Mal abgestürzt, während dem Vollbildmodus verlassen und dann wieder reingehen. Das wollte ich jetzt nicht mehr machen. Jo, und es läuft nämlich ziemlich gut. Es hat da irgendwie noch ein bisschen gepackt damals. Keine Ahnung wieso. Vielleicht wieder ein Windows-Anzeigefehler. Naja, oder Grafikkartenfehler. Welcome, traveler. Oder ein, ja, Twitch-Studio-Fehler, wie man es kennt. Viele Entwickler sind halt immer so voreilig, dass sie wirklich auch nicht schauen, ob alles bugfixed ist und so Sachen. Bin ich echt doof, oder? Sie müssen gar nicht so viele Features reinbringen. Lieber alles, ja, fertig und dann veröffentlichen. Aber scheinbar ist ja das Geld wichtiger als irgendwelche, ja, Nervereien, die halt nicht da sein müssen wie Bugs. Hey, geh mal rüber da. Die kracht einfach nicht um die um den Sangi. Schön, schön, schön. Nicht schön. Schön, nicht schön, nicht schön. Ja, ich bin wieder am Versuchen, einfach ein Spiel zu lernen. Und ich habe mir so heute gedacht, ja, ich muss jetzt unbedingt eine Schule machen für Programmieren und so. Das ist jetzt nicht genau, wie die in der Schweiz heißen. Um dann einen Job anzunehmen zu können, der mit Developing von Games zu tun hat. Es muss ja nicht unbedingt ein Chef sein oder so, aber irgendwas in die Richtung kann ich sicher sehr viel beitragen. Wo sind sie wieder? Ne, die sind, glaube ich, schon seit dem letzten großen Patch drin, nur... Hä? Nein. Ich habe sie schon mal gesehen, die zwei Bosse, die zwei, ja, stärkeren Gegner. Aber woher? Weiß ich nicht. Gab um Papier, also was sie im Forum gepostet haben, Screenshot, habe ich die gesehen. Und die haben sie scheinbar jetzt erst eingefügt. Kann das sein? Oder weil wir jetzt schon längere Zeit nicht mehr in der Kampagne waren, ist es einfach so, dass in der Kampagne das noch nicht war. Nur in den Monolithen oder in den Monolithen nicht war. Irgendwie so. In den Kampagnen schon. Irgendwas. Irgendwas mit den Gegnern los. Die sind mir neu. Ja, Multishot-Shot ist schon extrem stark in diesem Game. Das haben sie, glaube ich, mehrfach auch genervt und so. Immer noch zu stark. Aber sehr mana-intensiv. Aber ihr seht es, die Gegner gehen down wie Plunder. Flummis. Nein, weiß auch nicht. Brötchen. Aha. Genau. Die haben sich ja auch verändert. Ja, jetzt habe ich wirklich 3 Tage nicht aufnehmen können. Ich kam einfach nicht ins Windows rein, weil da wurde einfach das Passwort verändert und das musste ich wieder extrem schwer deaktivieren, dass es nicht mehr verändert wird. Und weil ich das alte Passwort schon noch hatte, aber Windows 11 irgendwie das alte Passwort nicht mehr richtig empfand, bin ich einfach ausgesperrt worden. So nett ist Windows 11, also Windows, also Microsoft, ganz nette. Solltet ihr weiterhin so gut unterstützen, macht doch auch mal ein bisschen etwas gegen solche Entwickler. Irgendwie mit den anderen reden, oder? Sagen deinen Freunden, macht so etwas nicht, das ist schlecht. Irgendwann mal werden die gar keinen Erfolg mehr haben, dann machen es andere, die es besser machen. Oder sie müssen umdenken und es besser machen, oder? Leute wirklich feuern, um es dann besser zu haben. Aber solange ihr irgendwie etwas, jo, Probleme habt wie ich, also ich sag's, ich hab einfach die Probleme, oder?
sage ja nicht, dass ihr die Probleme habt. Aber ja, solange man irgendwie Probleme hat, muss man halt irgendwas machen dagegen. Das machen die meisten Fans und einfach Leute nicht, die es nutzen. Ihr müsst den Entwicklern eigentlich so sagen, Öffentlichkeit, also nicht nur privaten Freunden natürlich, irgendwo in einem Forum oder eben in einem Video wie ich, dass so etwas nicht geht. Ist aber schwer scheinbar, also, dass die heutige Menschheit das gar nicht mehr so kritisieren möchte. Und dadurch sind diese Programme so schlecht. Also, ja. Die Entwickler von Last Epoch haben es zum Beispiel meistens gefixt. Also, dass ich jetzt irgendwie mich genervt habe, dass ich nicht rund und hoch gehen konnte, weil es irgendwie einen Bug gab. So, da habe ich es ja gemacht. Aber das ist ja noch drin. Und deshalb tue ich vor allem diesen Bild jetzt verwenden. Diesen. Der ist viel, viel mehr bugfixet. Ja. Und ich habe wieder eine Freude. Also ich persönlich brauche keine. Ich habe, glaube ich, zu viel geskillt hier. Muss die wieder zurücksetzen. Ich glaube, ich brauche nur 5. Aber irgendwie ist es auch besser, noch 7 zu verwenden. Oh, das ist etwas, was ich brauche. Aber den Physical Damage mache ich nicht runter. Wenn ich dann mehr Idol-Slots habe, dann kann ich es machen. Genau. Ja, macht echt viel Spaß und das Minmaxen, das Beenden und Skillungen macht auch sehr viel Spaß. Das Weiterkommen natürlich auch. Jetzt habe ich gerade ein Problem, ich kann die Gegner nicht treffen. Also manchmal haben sie noch ein bisschen Clipping-Failer oder so, wie man damit sagt. Dass Pfeile einfach nicht mehr weiterkommen. Und da haben sie eigentlich schon genug Zeit gehabt, haben es aber noch nicht so genutzt. Es gibt noch ein paar Probleme, die sie wirklich haben. Oder, dass sie einfach so Bugs nicht fixen. Jetzt hat schon wieder jemand im Forum scheinbar gepostet, dass Lagoon immer noch verbuggt sei. Stimmt immer noch. Auch erst gemacht. Und jo, das heißt einfach, die Entwickler haben keinen Bock, irgendwelche Sachen zu fixen. Kann ich ja verstehen, aber meine Güte, man muss man auch manchmal im Job Sachen machen, wo man nicht so gerne macht. Ey. Ich weiß nicht, was die Menschen damit manchmal denken. Sie können immer nur in Luxus leben. Sie müssen nie etwas machen, was langweilig ist oder so. Ja. Ist ja bei den Livestream und Let's Play auch so manchmal der Fall. Sie wollen den Leuten auch nicht sich, sie langweilen, oder? Aber trotzdem, die Spiele sind manchmal langweilig. Grinding. Und Sachen wiederholen. Kann man halt gar nicht denen so, ach so Fans und so von den Spielen so mega verwöhnen, oder? Also auch Gelegenheitszuschauer oder Casual-Player, die finden es manchmal langweilig. Jeder. Aber manchmal kann man so ein Auge zudrücken und auch verstehen, oh, der Livestreamer Let's Player, der muss halt jetzt gerade momentan etwas Langweiligeres machen. Geht ja nicht anders. So, jetzt haben wir aber hohe Mana-Kosten. Wie kann ich jetzt das wieder fixen? Irgendwie geht das gar nicht so fest runter oder gar nicht runter, stimmt das? Ich verstehe das jetzt nicht so, wie das Outbrook funktioniert. Weil eigentlich brauchst du ja deine Mana-Kosten vom Skill. Ja, ist ja so. Aber wieso ist das jetzt nicht so schlimm runtergegangen? Auf jeden Fall haben wir jetzt mehr Pfeile und das machen noch mehr Schaden. Sehr gut. Irgendwie finde ich hier die Bluttexturen richtig cool. Kommen sehr zur Geltung und sind fast schon ein bisschen verbrannt, habe ich so das Gefühl. So schwarz. Oh, sehr schön gemacht. Wow. Das Level ist damals schon cool gewesen. Jetzt noch viel cooler und schöner. Ey, wirklich eins meiner Lieblingssettings. Und die Gegner haben recht viel Leben scheinbar.
Ja, langsam muss ich mein Amulett auch wieder wegnehmen, weil sonst die Blitz nicht so durchkommen. Ich sehe gerade, sie kommen schon noch durch. Gut. Okay. Weil dieses Amulett macht ja, wenn man crittet, ein bisschen die Crit-Chance wieder runter. Ich muss sehr viel, scheinbar. Und dann hat man nicht so das Gefühl, oder, dass man crittet. Eigentlich ist es ja wirklich wahr, man crittet nicht mehr so viel, wenn man zu viel crittet. Boah, deshalb müssen wir ein bisschen schauen und das Amulett halt dann ersetzen. Ich werde mal auf den nächsten Part mal das einfach ein bisschen durchschauen, ob ich ein besseres Amulett habe. Mit vor allem eben Resistenzen, die mir fehlen momentan. Kann gleich mal kurz schauen. Ja, sehr gute Resistenzen. Ja, ich werde dann demnächst einfach sterben. Gut, habe ich schon gut gemacht, weil ich einfach stark sein wollte. Also ihr seht es. Danke schön. Nicht so viele Gegner. Ihr seht es. Ich habe zum Beispiel den Mordsstarken Bogen dieses Level genommen. Hat dann einfach Bow Fire Damage, Cold Fire Damage, Physical and Lightning Damage. Und ja, Punktschür kann er bitte dodget, das ist sehr wichtig, nicht ausgewichen werden. Dann habe ich hier ja wegen den Ausweichchancen, hier wegen dem Physical Skills, ich habe halt überall einfach Damage genommen. Und ja, jetzt muss ich mich langsam ein bisschen darum kümmern. Langsam wird es schwieriger, machen die Gegner mit einem. Hört ihr das? Der Krankenwagen ist wieder unterwegs. Mega laut. Ja, danke schön fürs Ablenken. Super. Dass ich da einfach wirklich die Resistenzen noch nicht hoch gemacht habe. Ich habe es ja auch nicht gemerkt. Die Gegner machen ja auch keinen Schaden noch. Also viel zu wenig. Die Augen haben schon ein bisschen höhere Schaden gemacht. Stimmt. Aber ja, die sind auch schnell gestorben. Ich bin eben einer, der gerne hat, ein bisschen mehr auf Schaden geht, damit ich schnell unterwegs bin. Und hier haben wir einen Leck gehabt kurz. So. Soll ich dennoch nochmals zurückgehen? Nee, der Boss mache ich noch. Weißt du, man levelt manchmal auch zu schnell. Man kann nicht mal so gut die Items einfach verbessern, wenn man auch nicht so gute Items zwischen den Levels hat, wie man hätte gerne. Ja. Ja gut. Also, wir kommen hier eigentlich relativ gut durch und auch die Beleuchtung ist mega gut. Ich bin so erfreut, so ein Spiel mit guter Grafik noch zu haben. Geil, der hat eine geile Attacke. Ich bin extra ein bisschen drin gestanden, mal zu schauen, wie viel Schaden ich nehme. Ich glaube, ich habe Nekrotik auf 0%. Macht gar nicht so viel Schaden. Jo. Gut. Und hier besonders der Regen. Ah. Es ist fast ein bisschen zu smooth. Ich hätte gerne so ein bisschen mehr die Zöpfchen gesehen, aber es regnet auch sehr, sehr, sehr stark. Heute hat es übrigens bei uns nach 3 Wochen wieder mal geregnet. Wir haben so ein Tal, das bläst jede Wolke eigentlich aus diesem Tal raus. Und dadurch haben wir recht wenig Regen zwischendurch. Wenig Wind. Wenig Schnee. Ich freue mich immer wieder, wenn es trotzdem schafft zu regnen oder zu schneien im Winter. Ziemlich geil. Jo, und dieses Bears Eck nennt man das, weil es einfach ein Ecken ist, wo die Bears dann aus dem Tal kommt. Es hat einfach überall Naturschutzgebiet, weil eben das Wetter einfach sehr, sehr gut ist hier. Ich freue mich riesig. Als ich noch in Dornach gewohnt habe und den Wind noch gespürt habe, war es für mich echt schlimm.
so Kopfschmerzen und war auch nicht gerade so toll zum Trainieren vom Fußballspielen. Man hat einfach auch den Wind gehört an den Fenstern. Ja, und jetzt nicht mehr. Also ich bin seit März eigentlich sehr, sehr zufrieden. Nur ich will halt eine eigene Wohnung haben. Das habe ich jetzt nur genutzt, so eine Wege, damit ich endlich mal rauskomme. Scheinbar wird mir halt gleich gar nichts gegönnt. Weil ich so krank bin, wird nicht so viel. Es sind einfach die falschen Krankheiten, sie werden nicht supportet. Wenn ihr vielleicht Diabetiker kennt in der Umgebung, bin ja auch Diabetiker Typ 1. Diabetes wird einfach null supportet. Man muss immer selber schauen, dass man gute Werte und so hat. Man bekommt keine Privilegien, keine Bonis. Aber so Krankheiten wie irgendwie Angst oder Depressionen und so werden mega supportet. Das ist halt jetzt in der Wege so der Fall bei den anderen. Und ich, wo keine Angst habe, werde halt die ganze Zeit gefragt, machst du nicht das, die anderen können nicht. Die können einfach nichts. Die haben immer Angst, die haben immer Depressionen. So, also die Punkte müssen wir raus haben. Da sind wir voll. Dann müssen wir eigentlich nur noch hier rein tun und die anderen wieder wegnehmen. Okay, machen wir das gleich mal kurz. Hallo. Hä? Wieso sind wir so komisch unten gewesen? Ja, das ist auch noch ein Bug, den kenne ich. Also ich muss kurz schauen. Ja, die zwei Punkte raus und die anderen 2,8 und die anderen 5. Okay. Gut, das müssen wir noch kurz cleanen, fixen. Hello, Traveler. Also da ein Punkt raus, da ein Punkt raus. Das heißt, da haben wir noch Punkte. Da müssen wir hier rüber. Doch physische brauchen wir noch. Dann machen wir das einfach dann später wieder raus. Na gut, ich mach's jetzt schon raus. Ich brauche physische Schritte noch nicht so. So, haben wir leider ein Level verloren. Macht nichts, aber ich dachte, ich müsste da drüber, weil ein anderer Bild, also der vorherigere Bild, ich nehmen wollte mit dem einen Bogen, der hatte das. Aber dieser Bild nicht. Gut, also. Genau, eben, ich will ja das da nutzen wollen. Eigentlich das da wollte ich nutzen. Genau, und die zwei muss ich dann schauen, ob sie besser oder schlechter sind. 11 können wir immer gebrauchen, wie zum Beispiel jetzt. Cold Resistance brauchen wir noch nicht. Wir brauchen, ja, Poison brauchen wir eigentlich. Ich denke, Nekrotik auf jeden Fall. Den machen wir doch wieder rein. Und wir brauchen irgendwas, was wir jetzt gerade nicht haben hier. Eine Nekrotik noch mehr oder Poison? Ich denke, momentan ist Nekrotik besser. Aber wir haben dann noch den Skorpion mit dem Elementarschaden. Was sollen wir tun? Es ist echt schwer, manchmal an Resistenzen zu kommen. Die Ausweichchance nützt uns schon ein bisschen etwas, aber nicht so viel. Was hat Resistenzen hier? Kann man Resi angeben? Was hat Resistenzen? Echt wenig. Da nur wenig Resistenzen. Jo, ich bin ein bisschen planlos. Rogue ist halt ein Charakter, eine Klasse, die ich noch nicht so oft genommen habe. Also Elementarresistenzen. Feuer und Cold-Resistenzen haben wir hier. Klappt halt nicht so gut. Genau, wir müssen hier nicht so Physical Damage haben. Nehmen wir doch Cold oder? Nein, Fire, oder? Auch nicht so viel. Viere. Ja, wir haben auch nicht so viel.
13 auch. Gibt es kein 16er Feier? 17. Okay, easy. Also da haben wir noch die runter. Gut, das wieder weg. Prima. Also dann schaue ich mal kurz. Noch 5 Minuten. In diesen 5 Minuten können wir da schon mal ins nächste Gebiet laufen. So. Ja, mich freut es wieder mega, wieder Last Epoch spielen. Also ich tue ja immer so 2 Folgen aufnehmen. Und dann mache ich eine längere Pause, weil ja YouTube immer so mit der Verarbeiten natürlich lange braucht. Um dann einfach wieder ein bisschen mega erfreut zu sein, dass ich wieder spielen kann. Das ist einfach so ein kurzweiliges Spiel. Und dann, wenn du eine längere Zeit Pause machst, dann merkst du es einfach, dir fehlt dieses Spiel so extrem, oder? Das ist einfach krass. Ich hoffe, dass es euch auch bequem ist, wenn ich nicht so viele Folgen machen kann, wie, ja, wie sonst, oder? Also, jetzt wirklich in Real Life eigentlich viel zu viel vor. Aber ich will ja ein Game Designer werden. Ich will euch ein super cooles Spiel designen. Und wahrscheinlich auch selbstständig, aber ich muss das einfach hinkriegen. Weil es eben in dem Fußball wahrscheinlich wegen meinen Krankheiten nicht gut klappt. Ja, wirklich, die Fußballclubs, die sind manchmal echt sehr streng. Oder wenn du eine Krankheit hast, darfst du schon nicht mehr mitspielen und so. Weil sie einfach diese Leistung brauchen von den Leuten. Ich habe ja die Leistung, aber ich habe nicht gerade so die Gesundheit. Um jetzt wirklich zu sagen, ja, ich kann jetzt das ganze Spiel durchaus mega powern. Tja. Also eigentlich muss ich das nehmen. Das ist aber besser. Nicht das. So, und jetzt muss ich hier beides 5 nehmen. Also Dodge Rating ist eigentlich cool. Aber ich habe noch keine Konzentration, deshalb muss ich das nehmen. Ja, es ist manchmal doch ein bisschen schwer zu scannen und zu verstehen, was jetzt genau was macht. Aber es ist geil. So, bis zum nächsten Gebiet schaffen wir noch. Ich mache aber extra ein bisschen schneller hier durchs Gebiet. Durch. Boah, hier oben müssen wir nicht machen. Okay. Schon da ist. Ja, vielleicht ein bisschen diese Relikte noch suchen. Das kann ich eben außerhalb vom Aufnehmen machen. Sie droppen einfach jetzt gerade sehr gut. Also 2 habe ich jetzt gefunden. Sehr gut ist es natürlich noch nicht. Ich bin aber froh, ja, später bekommt man die wieder nicht mehr so gut, bis man da wieder weit ist in den Monolithen. Ja, da muss noch ein bisschen angepasst werden im Spiel. Würde ich eben selber auch so ein Spiel machen und dann viel mehr Willen und Durchhaltevermögen haben. Habe ich ja immer. Und es einfach besser machen als so 11, 12 Entwickler. Ich weiß nicht, wie viele es sind. Ich glaube sogar ein bisschen mehr. Ich glaube, es sind mittlerweile schon fast 40 Entwickler. Die machen einfach manche Sachen dann gar nicht mehr. Was ich eigentlich zum Beispiel auch brauche. Als, jo, Gelegenheitsspiel. Ja gut. Also das nächste Mal kämpfen wir gegen die Wisps, gegen diese Wrights. Genau heißen sie. Nicht Wisps, das sind ja die Kugeln da gewesen. Und ja, mich freut sich, dass ihr bis hierhin zugeschaut habt. Und ja, supportet mich gerne. Ihr werdet es ja gut haben mit mir, wenn ich ein bisschen beliebter werde. Jetzt momentan, ja, kann es schon sein, dass es noch ein bisschen weniger gut ist, aber schreibt es mal in die Kommentare, was euch ein bisschen stört an mir oder an den Videos. Vielleicht können wir es gemeinsam ein bisschen besser machen für euch. Gut, und ja, dann schönen Tag und viel Spaß noch mit anderen Sachen. Tschüss!